gesegnet sollst du sein in den wunderbaren Namen Jesus Christus. Ja, gesegnet sollst du sein, gesegnet soll dein Haus sein, gesegnet soll deine ganze Familie sein in den Namen Jesus. Deine ganze Generation möge gesegnet sein. Halleluja. Ja, wir reden viel über Segen. Aber was ist der Segen? In Kurzform. In Kurzform bedeutet der Segen, Gott möge etwas Gutes über uns aussprechen. Halleluja. Und das wünsche ich mir für dich, Gotteskind, dass Gott über dein Leben etwas Gutes ausspricht. Ja? Ich möchte dir aber was Wunderbares vorlesen aus das Wort Gottes, was dich und mich und alle, die es hören wird, segnen wird. Nicht, weil ich es verkündige, sondern weil das Wort Gottes an sich gesegnet ist. Amen und Amen. Es steht in Psalm 29, ja, ab Vers 10, Halleluja. Da will ich mal anfangen. Der Herr thront über die Wasserflut. Wenn das Wasser dir bis zum Hals steht und du bist gerade am Ertrinken, so fühlst du dich, dass die Wasserströme dich in der Tiefe ziehen wollen. Ja, wenn du nicht weiter weißt, du kommst nicht weiter, du probierst alles in dein Leben und du spürst, wie die Wasserflut kommt und die Sorgen und die Probleme wie ein Tsunami dich wegspülen wollen, dann will ich dir eins sagen, Halleluja. Der Herr thront über der Wasserflut. Amen. Der Herr thront über die Wasserflut. Ja, du kannst nicht tiefer fallen als in die lebendige Arme Gottes, Halleluja. Der dich wieder mit Kraft erfüllt, der dich wieder mit Liebe erfüllt und der dir wieder neue Hoffnung geben will. Ja, der Herr thront als König in Ewigkeit. Was bedeutet das? Der Herr thront als König in Ewigkeit. Das bedeutet, er hat alles unter Kontrolle. Er ist der Regent in unserem Leben. Er gibt den Ton an. Und nichts geschieht, ohne dass er es sieht. Nichts, gar nichts geht an seinen Thron vorbei. Warum? Weil er regiert. Er ist der Herrscher in unserem Leben, Kind Gottes. Ja, der Herr wird seinem Volk Kraft verleihen. Halleluja. Gehörst du zum Volk Gottes? Bist du ein Kind Gottes? Dann gehörst du auch zum Volk Gottes. Halleluja. Und hier sagt uns dieser Vers, er wird dir Kraft verleihen. Halleluja. Ja, er wird dir Kraft verleihen. Ja, er ist der, der dich ausstattet mit geistlicher Kraft. So stark dein Geist ist, so stark ist auch deine Seele, so stark ist auch dein Körper, Halleluja. Vertraue dich auf den Herrn neu an, vertraue ihn und er wird dir wieder neue Kraft geben in den wunderbaren Namen Jesus Christus. Der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Und dann hast du diesen übernatürlichen Frieden, der Verstand nicht begreift. Menschen werden es nicht begreifen. Wie kannst du in so einer Not, in so einer Situation, das Wasser steht dir bis zum Hals, noch Frieden haben, weil du mit dem Frieden fürs zu tun hast? Sei gesegnet mit diesem paar, ja, mit dieser Kurzandacht, mit diesem paar Wörter in den Namen Jesus. Sei du und dein Haus gesegnet. Du und deine Familie, du und deine ganze Generation mögen gesegnet sein in den Frieden Gottes, in seinen heiligen Shalom. Amen und Amen. Halleluja.